Wem sollen wir hier diese Armbrust wieder mal? Der Milizionär. Sehr gut. Mutierte Lurker. Ja, tolle Nummer. Damit das bloß nicht so einfach ist. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Und da hinten sind Lurker, hat uns Hackard erzählt. Und die sind mutiert, weil irgend so ein Spacken da irgendwie, ne, also der hat da wohl was in den See gekippt. Obwohl der See sieht noch sauber aus. Und da hinten sind Lurker. Mal gucken, ob wir seine Armbrust mal so als Zwischendurch-Snack. Ich glaube gar nicht, dass es ein Zwischendurch-Snack wird. Ob wir den dann kriegen. Die Armbrust meine ich. Da hinten sind die Lurker. Aber es gibt natürlich auch ein paar Blutzieflies. So, Dandolo, guck mal, da hinten sind Blutfliegen. Ja. Die mich pieken. So, wo ist die andere? Also, nicht zu plündern. Hallo. Nehme doch mal die Blutfliege. Hier war doch noch eine. Ach, Leute, nee, ne? Gut, okay, lassen wir sie erstmal da stehen. Trinken wir was. Und zwar ein Leckertrank. Ja, da kommst du doch wieder an. Piekst mich. Hat mich aber nicht getroffen, weil dein Golo war schneller. Oh, weia. So, jetzt kommen wir eigentlich ins Eingemachte. Hier hat so komische Löcker. Der hat uns schon mal gesehen. Den lassen wir erstmal kommen. Okay. Das ging ja easy. Ich dachte, die sind viel, viel schwieriger. Nee, das ist ein normaler Lurker. Okay. Dann sind es wahrscheinlich die, die auf der kleinen Insel da sind. Los, das ist eine Giftfliege, wa? So. Was macht denn eigentlich dein Dolo da? Steht da und posiert rum. Dein Dolo. Du sollst nicht posen? Wir sind hier nicht beim Fotowettbewerb. So, da ist noch einer, der uns gerade mal wittert. Cool. Das ging doch richtig gut. Du, Dandolo, ich habe das Gefühl, dass es nicht die Lurker sind, von denen Hackard gesprochen hat. Bin ich mir sicher. Ich bin der Meinung, das sind die Lurker, die da drüben sind. Um das herauszukriegen, müssen wir schwimmen. Kommst du mit? Runde baden? Wenn das wirklich diese Lurker sind, die vergiftet sind oder mutiert sind. Was heißt vergiftet, aber mutiert sind, dann muss man ganz schnell anlanden. Schon wieder so ein Mistvieh. Gut, dass du das sagst. Jetzt bin ich gespannt. Okay, ich krieg den nicht. Oder doch? Okay. Bendolo. Guck mal. Lurker sind jetzt futsch. Lauflieder, Heilpflanze und ein rotes Kreuz. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Großen Lederbeutel, das ist ja schön. Soll ich mal was trinken? Ich dachte ein Medpack, weil wegen Rotes Kreuz. Yep. Weiter geht's. Sumpfkraut. Waren denn das überhaupt die Lurker? Oder nachher sind da andere gemeint oder wie oder was? Hier ist Valentino drin? Der Barde? Hey, wer bist du denn? Hast du keine Manieren? Ist der ekelhaft.
Ewig dieses dreckige Gesindel. Hast du keine Arbeit, wo du jetzt sein müsstest? Aber ich glaube, so einen Runtergekommenen wie dich vermisst keiner, was? Tja, wenn du mal so viel Gold hättest wie ich, müsstest du auch nicht arbeiten. Aber so reich wirst du nie sein. Ich merke schon. Mit dir werde ich mich noch amüsieren. Ja, Valentino hat, glaube ich, in Velaya den Baden gespielt und natürlich in Gothic 2 natürlich einen. Ich habe dich gefragt, wer du bist. Reichen Schnösel. Ich bin Valentino, der schöne. Lebenskünstler und Schürzenjäger. Und so, genau. Arm an Sorgen, reich an Weisheit und Gold und die Frauen liegen mir zu Füßen. Hast du Probleme? Dann halt sie fest. Ich kann sie nicht gebrauchen. Den Spruch kennen wir. Ja, Dandolo, wollen wir mit dem kurzen Prozess machen oder was? Eckarts Armbrust ist irgendwo, nur nicht hier. Ach, diese Linsenpflanzen hier, oder die Wasserlinsen. Der Maler! Was? Der Maler? Ich schwimme hier rum und heiße es plötzlich der Maler. Was soll denn das jetzt? Ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Ganz in der Nähe von Bengars Hof befindet sich ein Mann, der auf den See hinabblickt, der sich zwischen der Taverne und Onas Hof befindet. Er scheint ein Bild zu malen. Ich sollte unbedingt mit ihm sprechen. Vielleicht bekomme ich wichtige Informationen von ihm. Kann das sein, dass hier was unten auf dem Boden liegt? Nö. Der Maler. Außer ein paar Heilpflanzen. Sumpfkrauten. Ja, Herr von und zu, ich kann deine Armbrust nicht finden. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Eckarts Armbrust. In der Nähe des großen Sees am Pass von Corinis befinden. Ach, da. Ich hätte besser lesen sollen, ihr Leutchen. Ja, Dandolo, da müssen wir weiter. Ach du liebes bisschen Schotte. Dir das mal an. Da hinten sind Ork-Zelte aufgebaut. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier gibt es ein bisschen was zu holen. Schon wieder so ein Mistvieh. Na also, Stufe gestiegen. Bitte nicht übel nehmen, wenn ich mal eine ruhige Runde hier nehme, beziehungsweise hier mal so ein bisschen ruhiger bin. Ich muss mich konzentrieren auf so gewisse Sachen, die da herum und rumkleuchen und fleuchen. Das ist gut, ich habe jetzt 20 Lernpunkte. Gucken wir mal, was die Lager so machen. Kommen sie? Mal gucken wir mal. Voll? Okay, er braucht nur einen Schuss für ein Lagerchen. Das ist gut. Nehmen wir den auch. Komm. Dann Lulu, mach mal was. Dann spare ich meine Pfeile und Ressourcen. Hier mittendrin liegt ein Dings, ein Spruch. Heilpflanzen. Oh. Ich will hier in Ruhe meine Heilpflanzen auflesen und ich werde hinterrücks von diesem Feldräuber gekrallt. Naja, hat mich ja nicht viel gekostet. Gibt's hier noch was drinne? Nö, sonst gibt's hier nichts drin. Was ist denn das? Tee? Nee, keine Teepflanze. So. Oh, na, gucken wir mal, ob ich auch was machen kann. Nee.
Mein Gott, Dandolo, mach mal was. Meine blöden Pfeile richten hier nichts aus. Oder ich und mein Bogen. Wahrscheinlich noch irgendwie vom so ein 5-Marks-Bogen, den ich damals in den 70ern als Kind gekauft habe. Von Felle Binder. Ein fädes Fachgeschäft, falls das jemand noch kennt. Oh, ist jetzt gut. Irgendwie bin ich zu voll, meine Waffe zu zücken. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh ja. Hallo? Oh, ich bin heute so träge. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was er hier alles schon gekillt hat und was nicht. Wir müssen ja zum alten Turm. Denn da soll sich ja Lord Hagen auf. Ja, das sind wir ganz in der Nähe, das ist gut. Also müssen wir hier in die Richtung. Aha. Der alte Turm befindet sich dort. Dort hinten sind Orks. Ja, das heißt, hier geht es runter. Ich muss mal wieder meinen Gehirnschmalz einschalten, reaktivieren, durchkneten, damit ich weiß, wo denn hier der alte Scavenger... Nein, der alte Turm ist. Der ist doch hier irgendwo in der Nähe. Komme ich doch irgendwie zu. Ich weiß ja, man muss irgendwie hier so durch so einen schmalen Pfad. Nehmt es mir bitte nicht übel. Ich weiß, oh, weißt du nicht, wo der alte Turm ist? Ja, komm, auf geht's. Wir machen mal hier. Ja, richtig. Mal gucken, wen hast du denn im Visier? Hallo, ich treffe hier nichts. Was soll denn das? Warte mal. Ja, nee. Warte mal. Ich brauche wieder Scavengers. Noch Scavenger-Federn. Balla balla. Gibt's noch mehr? Ja, vielleicht mal. Boah. Kork, ja. Bin ich jetzt hier völlig blöd oder was? Okay. Jetzt auch wieder so ein Lager. Was ist denn da? Das ist Sonja und Nadja. Was machen denn die? Ich wollte gerade ein Wort sagen. Das sind doch die aus dem Rote Laterne Geschäft. Sonja und Nadja. Diesmal angezogen. Okay. Sonja und Nadja. Hallo, Nadja. Hallo, ich hab da mal eine Frage. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Ah. Ich wollte doch nur fragen. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Keine Zeit. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Das ist der gleiche Dialog. Borka, ach. Gucken. Hallo, ich hab da mal eine Frage. Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Und noch was? Alles klar. Wenn du quatschen willst... Ja, okay. Was mit Borka? Hallo, weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Tut mir leid, da liegt wohl ein Irrtum vor. Ich weiß nichts von Kraut. Okay. Sind noch die Originaldialoge mit Bromor. Hi. 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 Wie ist die Lage? Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Nun, ich... Ach, hör auf. Wie ist die Situation mit den Orks? Was weiß ich? Ich bin froh, dass hier noch keine aufgetaucht sind. Das ist schön für dich. Hat lange gedauert. Gehstock, ja, okay. Bulle, 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 bulle. Alles gut, alles klar. Ja. Mal gucken, kann man sie berauben? Wäre gewagt. Jawohl, die haben wir beraubt.
Okay. Okidoki. 38 güldene Gold. Auch schön. Jetzt stimmt sie da. Vielleicht kann man ihr unter den Rock fassen. Ja, geht. Orca. Auch gewagt. Das könnte ich da auch mal probieren. Wunderbar. Lol. Humor. Blauflieder. Wollte kein Blauflieder klauen, sondern Taschendiebstahl versuchen, der mir jetzt geglückt ist. Schön. Auch nochmal probieren. Störe ich? Ah, ne, geht nicht. Störe ich? So ist es. Du solltest jetzt gehen. So, das war kurz und schmerzlos. Weiter beim Ja. Okay, da will keiner was sagen. Das ist gut so. Ja, dann haben wir ja mal einen Abstecher hier in den Rote Laternenzelten gemacht. Ja, jetzt regnet es immer noch. Wo ist der Turm? Ja, der ist rechts von mir. Ach so, dahinter. Ach ja, der Zugang ist ja hinter dem Berg, also dahinter. Oh, ja, klasse. Das heißt, es werden wieder ein paar Orks kommen. Und ein paar Waldbären auch. Gut, dass du mir folgst, Dandolo. Bisschen ranschleichen können, weil ich muss irgendwie an den alten Turm gelangen. Vielleicht sollte ich mal zum Scouten mal hier mein... Ja, da bewegt sich doch. Mega-Ork-Krieger. Nemetan. Ork-Krieger. Mega-Ork-Krieger. Okay, dann schauen wir mal. Ah, hier gibt es noch ein paar Kräuterchen. So, vielleicht haben wir ja hier irgendwie eine Lücke. Okay, ja, da ist auch noch ein Mutaner Ork-Krieger. Und hier in der Nähe ist nichts. Okay. Dandolo, was sagst du dazu? Hier ist doch diese Höhle, wo so Welträubertjes drin sind. Oh, hier ist ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Noch haben sie uns nicht erspäht. Oh, Kurzbogen. Noch ein Pfeil. Wie viel denn noch? Los, komm, Dandolo. Ah, rostige Schwerge. Ist noch hier alles so. Aha. Gut getarnten Butlerfleischpilz. Noch einen gut getarnten Butlerfleischpilz. Jolz. Jolz. Und noch mehr Jolz. Da liegt ein Skelett. Das noch ein rostiges Schwert mit sich führte. Ah, wie viel Gold einzeln liegt denn hier rum? Übelst. Ah, ein Trank. Rostige Axt. Das ist gut. Elixier der Geschicklichkeit. Klasse. Noch mehr Gold. Goldener Ring. Ah, schön. Wieso haben sie da nicht eine Truhe hingebaut, wo man wirklich gesammelte Goldstücke auflesen kann? Werden wir dann das Elixier des Geschicks trinken. Das wird das hier sein. Plus 3, das ist gut. Dann haben wir jetzt 76 Geschicklichkeit. Das ist ja am besten, ne? Oh, es sind nur 73 Geschick. Oh, habe ich mich vertan. Sorry. Ja. Oh Gott. Ja, das Größte ist natürlich, wenn ich jetzt hier das so weit überblicke, kommen wir hier nicht durch. Nee, das ist doof.
komme ich jetzt zum alten Turm. Große Frage, nächste Frage. Weil im Logbuch steht nämlich, wo ist Lord Hagen? Boost teilt mir mit, dass Lord André und der Statthalter sich da in dem Turm befinden. Und da sollte ich so bald wie möglich dorthin. Und dieses so bald wie möglich ist jetzt. Dann gehen wir mal wieder zurück hier zu den lustigen Tanten und den... Und der Möglichkeit, da hinten ist eine Treppe. Vielleicht komme ich da irgendwie weiter. Kann ja wieder ein rotes Kreuz. Na, schauen wir mal. So, wieder was entdeckt, der Roland. Los, pack mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Amulett der Eichelhaut. Ja, tolle Nummer. Amulett der Eichelhaut. Ich glaube, es hackt. So für speziellen Long Pleasure oder wie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier geht es zur Plattform hoch. Also zum Trollzacken oder zum Pass, Richtung Pass. Oh, da oben ist einer. Dann Lolo, auf Busse. Wir haben erstmal hier ein bisschen was zu Brechfesten, Breakfasten, zu essen. Was haben wir denn hier? Höllenpilz. Noch ganz viele Dunkelpilze. Oh, hier. Kronstöckel, Butlerfleisch. Nee, da. Wir könnten noch ein bisschen mehr Dunkelpilze vertragen, weil... so einigermaßen sättigen. Ja, ich habe gerade eben vergessen, auf Aufnahme zu drücken hier in dieser Sequenz, als Dandolo, wie kann es anders sein, den Ork-Söldner erlegt hat. Das kommt nämlich auch mal vor. Ja, ja. Schauen wir mal. Hier gibt es ja Weidenbeere, hier gibt es Weidenbeere, hier gibt es nochmal eine Weidenbeere. Wir befinden uns hier irgendwie auf dem Weg zum Pass. Und ich bin der Meinung, dass wir hier auch richtig auf dem Weg sind, hier die Lurker, die Vergifteten, zu finden. Weil hier ist ja auch ein See, wenn mich nicht alles täuscht. So. Gehen wir erstmal runter. Einfach mal so. Ist noch da. Ja, das kann ich alles offscreen machen hier. Aber ich will erstmal gucken, ob hier was in der Nähe ist. Wie zum Beispiel... Wo hast du denn jetzt was erlegt? Ach, da hinten. Butlerfleisch. Da kann ich alles offscreen machen. Da steht ein Schrein. Hier gibt es ein Keile. Oh, da sind Lurker. Da sind die Lurkerchen. Da hinten ist wieder was. Ich sehe was. Wieder ein Ork-Söldner. Okay, die sind hier irgendwie so verteilt. Aber aufpassen, dass der uns nicht entdeckt. Wunderbar. Die machen wir alle richtig. Vorsichtig. Er ist mit dem Rücken zu uns. Schauen wir mal, was hier uns die Innenstatue bringt. Hier was drumherum? Nein. Dann wollen wir mal beten. Und dann werden wir mal richtig fett beten. Das ist schön. Das ist doch mehr Geschicklichkeit. Nach Adam Ries dürften das jetzt 74. Genau. So. Glück gehabt, mein Herr. Mutierter Lurker, habe ich es gesagt? Was haben Blut eines mutierten Lurkers? Oha, Blut eines mutierten Lurkers, das hört sich ja richtig interessant an. Okay, dann machen wir hier die Lurker platt. So. Wie viele sollen denn das sein? Wie viele Lurkerchen? Okay, Dandolo. Oh. Hoffentlich bin ich jetzt nicht vergiftet durch diesen mutierten Lurker. So, der große... Ah, hier kann man auch was hacken. Das ist ja hier voll die Hacksequenz hier.
Ein Spiel für Hacker. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schatulle, genau, richtig. Oder ist noch außer Acht der Söldner? Los, komm. Schon wieder so ein Mistvieh. Genau, richtig. Puff, die Puff, die Schwuff, die Wuff. Da hinten sind noch mehr. Guck ich mal, ob man hier eventuell die Armbrust von Hackert findet. Vielleicht liegt die irgendwo hier. In der Wasserfall. Eigentlich ein schönes Versteck. Gut, okay, der Wasserfall, der ist versperrt. Was ist das? Feldknöterich. Rufbase Dandolo, es geht weiter hier. Eine Pflanze. Jetzt müssen wir hier kurz durchwarten. Oh, hier gibt es viele Lurker. Eine Pflanze. Nein, bitte nicht. Dandolo, komm zurück. Nein, der bleibt da. Zurückgehen. Dandolo, jetzt bloß. Ah. Das wird übel. Oh, stopp. Okay. So geht's natürlich auch. Muss dann Dolo hierher kommen. Bisschen durch den Sumpf warten. Naja, gut ist es ja nicht. Und den Orks da hinten aus dem Wege gehen. Uah! Und ich suche mir einen Wolf und einen Wolf suche ich mir hier. Ich finde Eckarts. Eckhardt. Eckhardts Armbrust nicht. Ich hab hier überall Da ist er. Leute, ich mache mal einen Speedrun, also im Offscreen, und bring ihm ganz schnell die Armbrust wieder zurück. Wir sehen uns. Na, endlich haben wir seine Armbrust gefunden. Und da sitzt Eckhardt im schönen Feuerschein. Und dann wollen wir ihm mal die Sachen zurückgeben, oder... Deine Armbrust zumindest. Ich habe deine Armbrust gefunden. Ich danke dir. Jetzt kann ich wieder auf die Jagd gehen. Hier, nimm diese 100 Goldstücke von mir als Belohnung. Danke sehr. Da war doch noch was. Ich habe die mutierten Lurker getötet. Ich habe die mutierten Lurker getötet. Echt? Alle Achtung. Weißt du was? Für diese gute Nachricht sollst du nochmal 100 Goldstücke von mir bekommen. Hier, nimm. Hier, nimm. Sehr schön. Deine Verletzung sieht aber schlimm aus. Deine okay. Verletzung sieht aber schlimm aus. Ja, verdammt. Es ist schlimmer, als ich zunächst gedacht habe. Hör zu. Hier gibt es nur einen, der mir helfen kann. Der Alchemist Constantino. Du musst ihn so schnell wie möglich aufsuchen. Klar. Mach ich sofort. Wo finde ich denn den Alchemisten? Wenn ich das wüsste. Ich hoffe, dass er überhaupt noch am Leben ist. Vielleicht ist er ja bei denjenigen geblieben, die in den Norden geflohen sind. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Verstehe. Keine Sorge. Ich mach mich so schnell wie möglich auf den Weg. Beeil dich bitte. Ich habe das Gefühl, dass es mit mir zu Ende geht. Kopf hoch. Alles wird gut. Hoffentlich. Hier hast du 100 Goldstücke. Ich hoffe, dass es reichen wird, um den Alchemisten zu bezahlen. Ja, da hat er mir aber viel bezahlt. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich, gebt einen Daumen, macht einen Kommentar, lasst ein Abo da. Ich sage tschüss. Herrliches Feuer. Komm, Dandolo, wir kochen was.